Seit seiner Gründung 1962 gab es für das Erzgebirgsensemble Aue über 6000 Auftritte. Und Manfred Blechenmidt war von Anfang an dabei, als Erzgebirgskenner und natürlich auch als Leiter des Ensembles. Herr Blechenmidt, wer hat denn seinerzeit überhaupt den Anstoß für das Ensemble gegeben? Da hatten wir einen sowjetischen Konsul, der sagte: Erzgebirge, wo ist Folklore? Und wir hatten eigentlich nichts vorzuweisen. Ich hatte damals zwei, drei Bücher geschrieben und sagte, wir werden es beweisen. Und so habe ich mir Gruppen zusammengeholt und das ist eigentlich der Stamm des Erzgebirgsensembles. Immer wenn ich etwas über Land und Leute aus dem Erzgebirg suche, über Brauchtum und Mundart, dann lande ich bei den Büchern von Manfred Blechenmidt. Wie haben Sie es nun geschafft, als erster künstlerischer Leiter das Ensemble über die Jahre zu einem Zentrum erzgebirgischer Volkskunst zu machen? Naja, also wer Folklore macht, muss sich mit der Geschichte des Landes beschäftigen, mit der Mundart vor allem. Und so ist eines zusammengewachsen, das Bücherschreiben und der Auftritt auf der Bühne, sodass Gruppen das, was ich eigentlich geschrieben habe, dann von der Bühne herunter darboten. Sie sind ja auch der Autor des Liedes Rückt man ja zusammen. Das wollen wir an dieser Stelle mal sagen. Das kennt hier jeder. 16 Länder in der ganzen Welt hat das Erzgebirgsensemble Aue mit seinen Auftritten beglückt. Und 1992 waren sie auch bei der Expo in Sevilla. Da wollte man auf die Tänzer, Sänger und Musikanten nicht verzichten. Wart ihr da so eine Art Exoten, Steffen? Sicher sind wir eine Art Exoten, aber es gibt wenige Ensembles auf der Welt, die die Gesamtheit von historischen Trachten, von mundartlichen Liedern, von historischen Instrumenten als Bild des Brauchtums geschlossen auf die Bühne bringen. Steffen Kind, kennen unsere Stammzuschauer schon als Neunmotor vom Erzgebirgsensemble Aue, Steffen. Und bei euch spielen ja auch Guinness-Buchrekorde eine große Rolle. Ja, wir haben einen Guinness-Buchrekord inne, nämlich das Spiel auf den russischen Hörnern. Und das ist es, was genau auf unserer neuen CD musikalische Klöppelspitzen zum Jubiläum auch zu finden ist. Und die möchte ich ganz einfach unserem Gründer als kleines Dankeschön überweisen. Dankeschön, Manfred. Das ist eine sehr schöne Geste von dir. Und ich würde vorschlagen, die russischen Hörner, die müssen wir natürlich auch in der Schenke heute unbedingt hören. Ja, ich sage nur eins, jedes Horn gibt einen Ton. Je länger das Horn, desto tiefer und je kürzer, desto höher. Und die Melodie entsteht im Nach-, Neben- und Miteinander eines jeden Hornes. Doch zuvor gibt's unseren Glückwunsch an alle heutigen und ehemaligen Mitglieder vom Erzgebirgsensemble Aue. Und wenn es ein Guinness-Buch der Volksmusik gäbe, ihr müsstet alle darin vertreten sein.